Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es die zweite Folge der Malaga-Karriere. Normalerweise hättet ihr schon eine zweite Folge gesehen, aber leider habe ich die Datei verloren. Und ja, deshalb kam halt so lang kein Video und zeitlich wurde es halt auch wirklich sehr, sehr eng. Deshalb werde ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen müssen, was alles passiert ist. Wir haben zwei Spiele gespielt und haben einmal 2-2 gegen Leganus, einmal 0-0 gegen Vallecano gespielt. Das waren die beiden Spiele, die ich in der Folge damals gemacht habe. Und Marvin, wie man hier sieht, auf Platz 3 in den Torschützen bei den Top-Torjägern. Er ist einfach eine Maschine sondergleichens. Muss man einfach so deutlich sagen, einfach eine Kackmaschine im Sturm. Wir sind ja gerade dabei, ihn umzutrainieren. Und wir haben noch ein Megatalent gefunden, das ist Ivar Ljotis aus der Jugendakademie. Schaut sehr, sehr nice aus, ist direkt in die Startelf gekommen, weil wir natürlich auch nicht sein Potenzial verhauen wollen. Und ihr habt mir noch vorgeschlagen, Josh Sargent auf die Transferliste zu tun, weil es auch ein interessanter Typ ist, den man sich vielleicht auch nächstes Jahr holen könnte. Und weil ich ein Vollidiot bin, habe ich euch auch noch vergessen zu sagen, dass ich mir auch noch Johannes Geis vom Club geholt habe. Und ja, das war alles, was wir gemacht haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt ins Spiel gegen Cartagena. Ah ja, richtig, das habe ich auch noch vergessen. Wir haben anstatt noch den Ivar Ljotis, haben wir jetzt noch Bentaleb konnten wir uns ergattern und Hiroki Abe. Und also es tut mir wirklich leid, Leute, dass ich die Datei verloren habe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und ja, wir gehen jetzt einfach rein ins erste Spiel. Über die Simulation gehen wir ins erste Spiel rein gegen Cartagena. Und wenn was passieren sollte, werdet ihr die Ersten sein, die das erfahren. Und jetzt führen wir auch in der 29. Minute. Nabil Bentaleb trifft zum 0:1. Und da gleichen sie direkt aus. 6 Minuten später Castro Ausgleich. Wir sind in der Pause 1:1. Wir sollten uns eigentlich glücklich schätzen, dass 1:1 steht, wenn man den Ballbesitz sieht. 68% Ballbesitz für Cartagena und 32% für uns. Ich würde sagen, ich greife in die Partie jetzt selbst ein. Josabet versucht aus der Distanz. Aber den kann er parieren. Erste Möglichkeit für uns in dieser Partie, seitdem ich eingegriffen habe, Ecke, kommt auf Eskasi. Nochmal Ecke. Und jetzt nochmal die Ecke und da ist wieder Eskasi. Und der sitzt. 1:2, 56. Und es ist der Verteidiger Eskasi mit dem Kopfballtreffer. Und ja, das war einfach gut gemacht. Die Ecke gut getreten. Und Eskasi ist einfach der Größte. Und der köpft ihn einfach rein. Keine Chance für den Keeper. Und wir führen mit 1:2. Einmal habe ich jetzt gewechselt. Denn Marvin ist tot. Und für ihn kommt Kaye. Quintana, glaube ich, heißt der noch. Ja, Quintana sollte er heißen. Und einmal gewechselt. Ja, Marvin ist einfach tot. Und wir sehen uns bei der nächsten Szene wieder. Und jetzt sind die Gastgeber mal noch wieder Castro. Und wieder die schnelle Antwort hier. Der Gastgeber. Und es ist wieder Castro. Was ist denn das für ein Jubel? Arrogant. Ruben Castro. Und jetzt steht 2:2. Das war einfach. Das war ganz schwach verteidigt. Dragback und der sitzt. Nichts zu machen hier für uns. Und damit steht es wieder 2:2. Jetzt vielleicht mal einen Konter über Abe. Der ist schnell. Der ist schnell. Komm, Junge. Zieh. Hiroki Abe. Und den zieht er vorbei. Riesenmöglichkeit für uns. Schade. Chavarian. Jetzt vielleicht mal Quintana. Maria, aus auf Abe. Abe, zweite Chance, Abe! Und den macht der Let's Go, Junge. 2:3. Das ist die Führung. Let's fucking go. Nochmal der zweite Versuch und wieder schießt er mit links und diesmal sitzt er. Ja, Mann! Führung! Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich wollte gerade wechseln und Munoz, der ZDM ist und spielt auf ZM oder ZDM, ich weiß es gerade nicht. Und kriegt ein -12. Ein fucking -12.
Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Also Real Talk, was ist denn das? Kommt nicht durch, weil der Blasen dazwischen ist, aber es ist vorbei. Wir gewinnen mit 2 zu 3. Und damit springen wir jetzt auf Platz 5 in der Liga. Und wir haben einen Spieler verkauft, das ist Lomban, den wir für 425.000 nach FCSB verkaufen. Ich weiß nicht, welche Mannschaft das ist, aber wir haben ihn auf jeden Fall verkauft. Und jetzt steht der nächste Spieltag vor der Tür gegen Dijon. Und das werden wir hier schnell simulieren. Und wir verlieren mit 0-1, weil Bentaleb den Elfmeter verschießt. Junge, was hast du denn in Schalke bei Schalke gemacht? Dort hast du ja nur Elfmeter geschossen. Dafür warst du doch da, Mann. Dann musst du doch den hier auch in Malaga reinmachen. Ach, mein Gott hier. Ohne Scheiße. Jetzt können wir auch Ayvaliotis umformen, weil ich eigentlich Rechtsverteidiger ist und nicht in der Innenverteidigung spielen will. Und deshalb werden wir ihn jetzt umtrainieren. Er geht sogar um 2 Ratings hoch. Sehr, sehr geil. Jetzt geht's ins Spiel gegen Alorcon. Die sind auf Platz 11. Also wäre es schon sehr, sehr nice, wenn wir hier einen Sieg mitnehmen würden. Diese Partie wird ebenfalls schnell simuliert. Und es reicht nur zu einem 1-1. Jimenez trifft in der 14. Minute und Abe in der 53. nur zum Ausgleich. Und jetzt geht's gegen Oviedo. Und jetzt müssen wir aber auch mal gewinnen. Komm schon, jetzt müssen wir gewinnen. Es kann doch nicht sein, dass wir immer verlieren. Komm schon. 4 punkten wir nicht, nur 1 Punkt. Das kann doch nicht sein, Leute. Und jetzt kriegen wir nochmal ein monatliches Scouting-Update. Und es ist nichts Interessantes dabei. Und jetzt geht es gegen den Tabellenführer. Und dort werde ich natürlich selber reingehen. Ich werde über die Simulation ins Spiel reingehen, weil es schneller geht über die Simulation. Leute. Seit wann gibt es einen Fußballspieler, der R-Punkt, D-Punkt, T-Punkt? Was ist denn das für ein Quatsch? R-Punkt, D-Punkt, T-Punkt. Okay, alles klar, ich gehe jetzt rein. Hiroki Abe steckt ihn durch auf Marvin und jetzt haben wir die Möglichkeit. Marvin. Marvin, komm, du bist doch schneller als Calero. Marvin. Und Abe aus der Distanz. Abgefälscht. Erste gute Kontermöglichkeit für uns. Josabet. Mal wieder ein Versuch. Nach 30 Minuten passiert halt relativ wenig. Aber wir sind einfach die am Drücker sind. Und jetzt die Möglichkeit für Barcelona. Und das ist ganz stark gemacht von Thomas. 33. Minute. 0-1. Und es geht in die Pause mit einem 0-1 für Barcelona. Und das ist die Chance. Das ist die Chance. 2-0. Und das ist wirklich ein typisches FIFA-Tor, wie wir es alle kennen. 2-0 Barcelona. Also so darf eigentlich nicht das Tor fallen. Wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, hier. Das ist eigentlich schwach verteidigt und dann legt ab und dann hat er ihn und dann rutscht er ihm nochmal vor die Beine und dann ist es einfaches Spiel. 2-0. Und jetzt Chavaria. Jetzt muss es aber mal was werden. Chavaria! 70. Minute, hol den Ball aus dem Netz, Junge. Starker Abschluss. Und jetzt hol den... Mann, hol den Ball! Was machst du? Egal, 2-1, komm. Wir kommen nicht an die Ball. Bentaleb, und das ist aber auch nicht gut gemacht. Das ist gar nicht gut gemacht. Das ist gar nicht gut gemacht. Und das ist wieder so ein scheiß Gegentor, Mann. Das ist wieder so ein typisches FIFA-Gegentor. Das kannst du mir nicht erzählen. Guck dir das doch mal an, Alter. Bentaleb klärt den Ball wie so ein Arsch. Und dann so ein, mein Gott, Gegentor. Es fuckt einfach nur ab. Am Computer kommst du nicht an den Ball. Du kommst nicht an den Ball. Wulai 4-1. Du kommst nicht an den Ball. Du kommst nicht an den Ball. Du hast keine Chance, an den Ball zu kommen. Du hast keine Chance, an den Ball zu kommen. Du hast keine Chance. 19. Minute. Das Spiel ist vorbei. Ja, ja. Das ist bezeichnend. Diese Situation, diese Aktion ist bezeichnend für dieses Spiel. Ist bezeichnend. Ja, das Spiel. Das war's. Und Leute, ich würde sagen, hiermit beende ich das Video. Es war mal wieder, naja, typisch FIFA, würde ich sagen. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben auf dieses Video freuen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir 4 Likes auf dieses Video schaffen. Das wäre
richtig, richtig nice. 4 Likes setzen wir uns jetzt einfach mal als Ziel. Also lasst einen Daumen nach oben da. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann müsst ihr das jetzt direkt nachholen. Direkt nachholen, denn das ist der coolste Kanal Deutschlands. Okay, nein, das ist nicht. Aber das wäre sehr, sehr nice, wenn ihr diesen Kanal abonniert für Daily Content. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao. Bis zum Tage, meine lieben Freunde. Promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.